Und sie haben erkannt, dass diese Zeit sehr wertvoll ist. Dass man nicht einfach so vernachlässigen darf, diese Zeit. Was machen sie? Sie vernachlässigen keine einzige Stunde in deren Leben. Sie versuchen jede Stunde, jede Minute, jeden Tag versuchen sie mehr nach Guten zu streben. Sie versuchen immer besser zu werden, bessere Diener zu sein. Wie du in der Schule versuchst, einer der Besten zu sein. Du willst Arzt werden, du musst dich bemühen, du musst dich anstrengen. Nur damit du Arzt wirst. Damit du einen weißen Kettel trägst und er sagt, er ist Arzt. Oder weiß Allah, was du sein willst. Oder Fußballer. Fußballer läuft sein ganzes Leben lang und trainiert und das hin und verletzt und steht wieder auf. Und nur für ein bisschen Geld und ein bisschen Ruhm. Aber du willst das Paradies. Für die Ewigkeit. Für die Ewigkeit. Denk ein bisschen über diese Ewigkeit nach. Das ist kein Tod mehr danach. Alles, was du willst, bekommst du. Und du willst dich zurücklehnen und sagen, ja, ich gehe ins Paradies rein. Nein, niemals. Das Paradies ist teuer und das ist die wahre Allah subhanahu wa ta'ala. Und die ist teuer für den, der faul ist, a'udhu billah, seine Füße zu bewegen vor Allah subhanahu wa ta'ala, seine Beine, seine Kraft einzusetzen, um dahin zu kommen. Dieser faule Mann oder faule Frau wird nicht dahin kommen. Nur die sich bemühen für das Paradies, werden sie bekommen, bi'idhnillah. Der Mu'min wird nie satt sein von guten Taten, von rechtschaffenen Werke, bis sein Bleibe das Paradies. Wenn dein rechter Fuß im Paradies drin ist, dann darfst du dich freuen. Dann lehn dich zurück, wie viel du willst für die Ewigkeit. Allah verwöhnt dich im Paradies. Mit schönen Frauen. Mit schönen Wein, Flüsse aus Wein. Flüsse aus Honig. Flüsse, subhanallah, der Boden, sagt Prophet Muhammad, ich habe den Boden vom Kauflehr geschlagen. Und der Boden war aus Moschus, sagt Rasulullah. Häuser aus Gold, aus Silber, aus Edelsteinen, Juwelen, alles Mögliche, was du dir noch nie in deinem Leben gesehen hast. Und dafür willst du dich nicht bewegen. Sagt deswegen, der Gelehrte sagt, das Alter des, der Mensch oder die Zeit, die wir haben, ist die Zeit, sagen wir die Saison sagt man auf Deutsch, also Saison auf Französisch auch, Saison sagt, wo man sehen muss. Du musst jetzt sehen, ja. Und sagt, das Jenseits ist das Ort, wo man ernten wird. Dort werden zu ernten, Yawm al-Qiyamah, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Und sagt, Tuba, Tuba ist ein Baum im Paradies, ein Pferd braucht 100 Jahre, um den Schatten von diesem Baum zu durchqueren und zu überqueren. Sagt, Tuba ist für denjenigen, der sich eilt zu den guten Taten, und eilt zu Allah subhanahu wa ta'ala und eilt zu der Vergebung Allah subhanahu wa ta'ala, eilt sich zum Erfolg, wenn der ruft, Hayya ala al-Falah, beeilt dich zum Erfolg, eilt dich zum Erfolg. Er ist der Erste, der aufsteht. Der Erste. Und der eilt sich zum Guten, Alhamdulillah, zum Erfolg. Er sitzt nicht einfach so. Er bewegt sich dafür, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, bevor seine Zeit zu Ende geht. Bevor seine Zeit zu Ende geht. Weil die Zeit wird eines Tages zu Ende gehen. Ob du willst oder nicht willst. Und gestern haben wir über den Khutbah ein bisschen gesprochen über den Tod. Ich weiß nicht, Bruder, ob ihr alle da wart oder nicht. Aber inshallah, wir wiederholen einmal nochmal eine Khutbah über den Tod. Inshallah, sehr wichtig, dass man die hat, inshallah. Und sagt derjenige, der am erfolgreich ist, ist der, der sich eilt, um sein Jenseits zu bevölkern, liebe Bruder. Ich gebe euch ein kleines Beispiel, was heißt bevölkern des Jenseits, des Paradieses. Beispiel 1, wir haben Brüder in Dunya, Alhamdulillah, die Allah gedenken Tag, also ununterbrochen. Seine Zunge hat sich so sehr daran gewöhnt, er kann nicht mehr aufhören, Allah zu gedenken. Das ist ein Geschenk von Allah. Deine Zunge soll weich werden mit dem Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieserjenige, und es gibt andere, die nicht so stark sind, die gedenken Allah vielleicht morgens und abends. Und es gibt andere, die vergessen Allah. Andere, die Allah vergessen haben, und diese Strafe für diesen Menschen, dass Allah so gemacht hat, dass sie sich selber vergessen haben. Und sich selber hier vergessen bedeutet, er erkennt das Gute nicht mehr. Er erkennt das, was ihm nutzt, nicht mehr. Und sieht das Gute schlecht und das Schlechte gut. Er hat sich selbst vergessen. Er kommt nicht mehr klar im Leben, a'udhu billah. Und die schlimmste Strafe, ya akhi, wallahi, wenn du Allah vergisst, das ist schon eine Strafe. Wenn du Allah vergisst, bedeutet, dass du bestraft wirst, yawm al-Qiyam. Und yawm al-Qiyam, Allah wird zu dir sagen, Abdi, tritt blind ins Höllenfeuer ein. Sagst du, Allah, ich war doch, ich habe gesehen im diesseitigen Leben. Allah sagt, du warst im diesseitigen Leben am Sehen, aber um meine Zeichen sind zu dir gekommen. Ich habe Zeichen auf dich zugeschickt, Abdi. Ich habe dich gewarnt. Ich habe Menschen zu dir geschickt. Du hast doch die Kassetten gehört. Du hast doch die Gelehrten gehört. Du hast doch CDs unterwegs, vielleicht auf der Straße sogar manchmal. Du hast Brüder, die machen Koran laut, der andere, den ich bete, hört das. Aber geht blind dran vorbei, ya'udhu billah. Und achtet gar nicht drauf. Aber wenn Michael Jackson läuft, er dreht sich um und lächelt. Ya'udhu billah. Oder dieser Hip-Hop und Soul und das Ganze. Es trifft sofort sein Herz, aber die Worte Allah nicht mehr. Er geht mit Hochmut daran vorbei.
Ja, man kann sagen, Abdi, doch, die meine Zeichen sind doch gekommen. Heute wirst du blind in Jahannam fallen für die Ewigkeit. Heute wirst du sogar in Jahannam vergessen. Stell dir vor, Allah lässt dich für die Ewigkeit. Du hast vergessen, du wirst ewig daran bleiben. Was willst du Allah sagen? Was wollen in diesem Moment Allah sagen, subhanahu wa ta'ala? Diese drei Sorten von Menschen, Allah hat für jeden Menschen, der Allah gedenkt, im Paradies einen Engel zuständig gemacht, der für ihn baut. Häuser baut, Paläste baut. Der Prophet Muhammad hat diese drei Sorten gesehen, hat einen gesehen, der baut ununterbrochen. Immer weiter. Jedes Mal ein Ziegel aus Gold, aus Silber, ein Ziegel aus Gold, ein Juwel, ein Edelstein, immer weiter. Und der andere baut und macht Pause. Baut und macht Pause. Legt ein Ziegel ab, macht wieder Pause. Zwei, drei und macht wieder Pause. Der andere sitzt, hat nichts zu tun. Er hat gefragt, der Jibril, wer sind die drei? Sagt, der erste ist der, der ist zuständig für den Diener Allah subhanahu, dessen Zunge weiß ist mit dem Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala. Solange er Allah gedenkt, der Engel baut immer weiter für ihn dieses Haus. Das sind die, die bevölkern deren Häuser im Paradies. Und der andere sagt, das ist der, der ab und zu mal Allah gedenkt. Und der andere, der hat Allah vergessen. Was soll er für ihn bauen? Was soll er für ihn bauen? Ehrlich gesagt. Das sind die Menschen, die nachdenken. Sie wollen das Jenseits bevölkern. Aber das Problem bei uns, wir bevölkern das diesseitige Leben und wir zerstören unser Jenseits. Wie ein Tabi'i, ein König traf ein Tabi'i, ich habe den Namen leider vergessen, und sagte zu ihm, gib mir einen Rat. Nein, sagte zu ihm, warum wir Menschen hassen den Tod? Und sagte, das Problem, wir haben das diesseitige Leben, unser diesseitige Leben bevölkert. Und wir haben das Jenseits, unser Jenseits zerstört. Und sagt, und der Mensch ist bekannt, er möchte nicht von bevölkerten Orten auswandern zu zerstörten Orten. Versteht ihr? Das heißt, wir haben unser Jenseits zerstört. Wenn du jetzt in einer Wohnung bist, mashallah, was ein Couch, ein Teppich, Bodenheizung, mashallah, weiße Teppiche und weiße Matratzen und schöne Decken und weiche die Decke, manchmal stehst du gar nicht mehr auf zu Fajr-Gebet. So weiß, mashallah, dass du dich, sogar ich weiß, wo du auswanderst mit deinen Träumen. Heizung funktioniert und Kohle an deiner Seite und Chips auf der anderen Seite und deine Frau an deiner Seite, mashallah, und die Kinder und Spielen und Ungemütlichkeit, mashallah, und Fernseher und Video und DVD, alle übereinander so gestapelt, mashallah. Vielleicht siehst du die alle drei an, es gibt Fernseher sogar heute, die haben sechs. Du kannst sie teilen, du kannst den Fußball gucken, du kannst den Film gleichzeitig gucken. All das gibt es heute, subhanallah. Und Sayyidina Umar sagt, ich warne euch vor der Gemütlichkeit. Ich warne euch vor der Gemütlichkeit, sagt Sayyidina Umar, radiallahu anhu. All das hast du, und dann sagt, er kommt einer und sagt, warum gehst du nicht im Keller schlafen? Und im Keller hast du keinen Teppich, kalt. Spinnen sind in diesem Keller, Audhu Billah. Ja? Verwüstet alles durcheinander. Keine Decke, auf dem Boden musst du schlafen. Bist du einverstanden? Sagst du, geh raus. Sag, geh raus, besser für dich halt. Dann machst du sogar mit viel Liebe die Tür auf und schickst ihn raus. Auch wenn du ihn liebst, geh bitte raus. Schließt du ab und legst dich wieder zurück, mashallah. Und ob er gar nicht anwesend war. Aber ja, zum Jenseits musst du hin. Wie dann Ibrahim ibn Adam hat gesagt, wenn ihr seht, die Menschen beschäftigen sich mit den Bevölkern oder bewohnen dessen, deren Paläste und Häuser, so bevölkert ihr eure Gräber. Füllet dein Grab, ihr Achi. Du wolltest dein Grab füllen, womit? Mit guten Taten. Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala, jalla fi ala. Sagt deswegen, sei nicht unachtsam. Und lass dich nicht betrügen vom diesseitigen Leben. Und verschwende nicht deine Zeit, hat dieser Gelehrte gesagt. Dieser Gelehrte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, kümmerte sich viel um seine Zeit, alaihi wasallam, und sogar warnte Sahaba vor dem Verschwenden deren Zeiten. Und hat richtig sich interessiert für die Sache, dass er die, sagt man, das empfiehlt, alaihi wasallam, dass sie auf deren Zeiten aufpassen. Was hat er gesagt, sallallahu alaihi wasallam? Irtanim khamsan qabla khams. Nutze fünf aus, bevor fünf auf dich zukommen. Das erste, hayataka qabla mautik. Nach dem Leben gibt es einen Tod. Und wann der Tod kommt, weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Sagt, nutze dein Leben aus, profitiere von deinem Leben, bevor du stirbst. Weil wenn du stirbst, was bedeutet das? Das heißt, deine Taten haben aufgehört. Du kannst nicht mehr handeln. Sagt, jeder Tote, wenn als ein Tote aufstehen würde, der wird sein Leben lang im Moschee bleiben und nie mehr rausgehen würden. Nie mehr, weil er jetzt die Wahrheit gesehen hat nach dem Tod. Wie grausam der Tod sein kann. Wie grausam der Grab sein kann. Der Pein im Grab, A'udhu Billah. Er hat die Engel gesehen. Die Engel im Grab, die Finsternis im Grab, all das hat er gesehen. Grausam. Jetzt kommt er zurück und will nicht mehr, einfach vom Moschee nicht mehr raus. Er will sogar, er wird sich Wallahi wünschen, sein Leben lang im Niederwerfen zu sein. Sein Leben lang. Weil er die Wahrheit gesehen hat. Genauso wird es mit uns geschehen.